Leider ist es so, dass die meisten Leute, wenn sie erst einmal ankommen zur Meditation, vor sagen wir mal die ersten 2 Jahre, aus dem Grund kommen, weil sie dieses Wohlbefinden durch die Meditation bekommen wollen und dann ganz enttäuscht sind, dass sie es nicht bekommen. Man kann nämlich gar nicht richtig meditieren, wenn man sich nicht schon wenigstens etwas wohlfühlt. Und dagegen spricht, dass die Blockaden und Barrieren, die wir im Körper mit uns rumschleppen, die verspannten Schultern, die Rückenschmerzen, der schwere Kopf und was immer es alles sein mag. Diese Methode macht es möglich, solche Dinge zumindest in kleinen Dosen loszuwerden, selbst wenn die Konzentration noch gar nicht so erstklassig ist. Wenn die Meditation schon, Konzentration schon sehr gut ist, so kann man sogar schwerere Krankheiten dadurch loswerden. Aber selbst wenn unsere Konzentration nie sehr gut wird, so kann man auf jeden Fall sich dadurch schon etwas reinigen und säubern. Durch das Loslassen. Durch das Erstaufspüren, Kennenlernen, ganz klar wissen und fallen lassen. Das ist der erste Schritt. Was hat natürlich nicht nur den Säuberungsprozess, sondern auch etwas den Heilungsprozess in sich. Das sind aber nur Nebenresultate. Eine zweite, ganz besonders wichtige Zweck und Möglichkeit in dieser Methode ist das Erkennen des Gefühls, der Empfindung, des Nichtreagierens, des Nur-Erkennens, Fallenlassens und Weitergehen. Wenn jemand ärgerlich wird, statt diesem Ärger weiterzuführen, erkennen, fallen lassen und weitergehen. Können Sie sich denken, sicherlich, dass eine solche Fähigkeit einem Leben das Leben sehr erleichtert. Denn nur der Nicht-Wiederkehrende kennt keinen Ärger mehr. Die ersten 2 Stufen der Erleuchtung, der Stromeintretende und auch der einmal Wiederkehrende, haben noch Irritierungen. Also, was sagt man dann über uns? Es ist wohl anzunehmen, dass wir es haben. Aber wir brauchen nicht zu reagieren drauf. Wenn wir kennen unsere Gefühle und sie wissen, fallen lassen. Wenn man das in der Meditation praktiziert hat, so ist es anzunehmen, dass man das auch im täglichen Leben kann. Man fühlt das Gefühl, es kommt, da ist es, und man betrachtet es und lässt es wieder gehen. Das heißt also, man läuft nicht mehr mit einem abgeschnittenen Kopf herum, sondern man hat den Kopf und die Gefühle zueinander gebracht und erkennt sie, aber der Kopf hilft einem, der Geist hilft einem zu verstehen, dass es vollkommen unnötig ist, wenn man Ärger spürt, auch ärgerlich zu werden. Und das ist eine Fähigkeit, die nichts mit Unterdrücken zu tun hat. Denn das Gefühl des Ärgers ist nicht unterdrückt, sondern erkannt. Aber die Reaktion auf den Ärger wird gewartet, bis der Ärger sich von alleine wieder davon macht. Weil wir auch durch diese Meditationsmethode gelernt haben, dass alles, was kommt, auch wieder geht. Es gibt nichts, was bleibt. Wir haben also Anschauungsunterricht von Unbeständigkeit. Und man kann jeden Menschen auf der Straße fragen, ist alles unbeständig? Und jeder Mensch wird sagen, ja, natürlich ist alles unbeständig und gleich weitergehen. Und hat überhaupt keinen Unterschied. Und wir können hier jeden fragen, ist alles unbeständig? Jeder wird sagen, ja, natürlich. Und dann was? Nichts. Man wird immer noch ärgerlich. Man wird immer noch Widerstand leisten. Man hat immer noch seine eigenen Meinungen, die man festhält. Man hat immer noch nicht gelernt, dass das alles kommt und geht.
Durch Anschauungsunterricht sollte das möglich sein, wenn man gewillt ist, das offen zu erkennen. Man kann diese Methode auch jahrelang machen und nie was erkennen. Aber wenn man gewillt ist und wenn der Geist schon etwas geschult ist im Erkennen, dann sieht man ganz deutlich, wenn der Achtsamkeit auf das Gefühl gerichtet ist, dann ist es da, dann weiß man es. In dem Moment, wo die Achtsamkeit woanders hingeht, ist das Gefühl weg. Das bedeutet also, wenn der Ärger gekommen ist und man tut die Achtsamkeit auf liebende Güte legen, braucht man nie ärgerlich zu werden. Ganz einfach, ne? Aber irgendwie muss man es ja mal lernen, ne? Es hat ja keinen Sinn, ärgerlich zu bleiben, bis man stirbt. Macht ja keinem Spaß. Keiner freut sich. Der ärgerlich wird, freut sich nicht, und den, über den man ärgerlich wird, freut sich auch nicht. Also irgendwie muss man es ja mal lernen. Und das ist ein sehr effektiver Weg, das zu lernen. Weil wenn man die Achtsamkeit von dem Gefühl wegnimmt, auf dem man war, und woanders hin tut, ist das Gefühl verschwunden. Anicca, Unbeständigkeit, Veränderlichkeit, nichts bleibt, alles geht, alles ist in Flux. Immerzu bewegt es sich. Und wenn man das ins Leben mit hinausnimmt und nicht nur versucht, auf dem Kissen zu machen, und das ist leider einer der großen Fehler, die in der Meditation gemacht werden, dass man glaubt, dass man das in der Meditationshalle oder auf dem Kissen nur macht und nicht draußen. Oder aber, dann gibt es noch die andere Seite der Medaille, mein ganzes Leben ist Meditation. Darüber kann man überhaupt nicht empfinden. Das ganze Leben kann Achtsamkeit sein, aber Meditation und Achtsamkeit sind immer noch nicht dasselbe. Also das, was man lernt in der Meditation über sich selber, das muss man mitnehmen können und im täglichen Leben verwenden. Und dann kommt der Läuterungsprozess in einem selber, wo man, als wenn man geläutert ist, ein ganz tieferes Verstehen bekommt und Einsicht bekommt, denn dazu meditieren wir ja. Dazu meditiert überhaupt je ein Mensch, um Einsicht zu bekommen. Aber Einsicht ist uns verborgen durch unsere unheilsamen Charaktereigenschaften, die wir in uns haben, die aber absolut veränderlich sind, weil ja alles veränderlich ist. Da heißt also, der Läuterungsprozess, den wir hier mitmachen können, macht es dann für uns möglich, als mit einem geläuterten Herz und Geist die Wahrheit auch zu erkennen. Die Wahrheit über uns selber. Also das Fallenlassen, das wir hier lernen, ist wichtig für unser tägliches Leben. Es ist wichtig für den Läuterungsprozess, den wir brauchen. Und wir erkennen daraus aus einem Anschauungsunterricht, wie unbeständig alles ist. Vor allen Dingen unsere Gefühle. Aus diesem Erkennen der Unbeständigkeit muss eines Tages einmal eine Schlussfolgerung kommen. Wenn daraus keine Schlussfolgerung kommt, sind wir entweder so benebelt, dass es sich gar nicht lohnt zu meditieren, oder aber wir haben überhaupt nicht verstanden, um was es geht. Es muss einmal eine Schlussfolgerung kommen. Wenn wir zum Beispiel erkennen, dass wir immer wieder glauben, dass unsere Gefühle uns selber gehören, dass es meine Gefühle sind, und trotzdem sie immer wieder verschwinden, da muss doch irgendwo ein Fehlschluss dazwischen liegen. Da kann doch nicht, das ist doch kein logischer Folgerung der Dinge. Da stimmt doch irgendwas nicht. Was wir nämlich, also womit wir beschäftigt sind und wieso wir die Illusion haben,
dass wir ich sind und wieso wir die Illusion unserer Probleme immer zu mit uns rumtragen und an sie wirklich glauben und anderen Leuten auch noch Probleme machen, ist der Grund dafür ist, dass wir glauben, dass Körper und Geist uns gehören.